Good. So, meine Freunde, Diddy ist wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Und ja, im Hintergrund seht ihr die nächste DNA mit der ASM1 Team Deathmatch auf der Map Horizon. Von mir natürlich erspielt. Richtig geile Runde und ich habe auch relativ viele DNA-Bomben noch weiter erspielt. 6-7 habe ich leider nur auf der Platte. Vielleicht geht da noch ein bisschen mehr. Aber die wurden in relativ kurzer Zeit erspielt. Pro Tag so 2-3 Stück waren drin. Hammer nice. Und ja, ich möchte mich einmal dafür entschuldigen, dass ich relativ lang nicht mehr auf diesem Kanal vertreten war und keine Videos gemacht habe. Die Weihnachtszeit war dazwischen, dann war die Faulheit einfach, die Lust war nicht da, ja. Meine Stimme ist jetzt auch gerade ein bisschen eingeschlagen und morgen ist Silvester, Jungs. Ist natürlich ein bisschen scheiße, aber naja, kann man nichts machen. Und ich wollte auf den kleinen Endscore ansagen, nämlich ein 57:3 oder 54:3, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Richtig geile DNA, ist aber auch nicht wirklich schnell, sondern ich glaube, die dauert locker 6 Minuten. Ne, nicht. Irgendwie 3 bis 4 Minuten oder so. Läuft aber auf jeden Fall schön mit Drohne. Und der Elite-Version von der ASM1 mit Magazinerweiterung standardmäßig richtig geil. Und ja, dann fange ich einfach mal an, nämlich... Ist ein kleines Freestyle-Informationsvideo, also kein Thema, was ich irgendwie ansprechen will oder so, sondern ja, ich möchte einfach mal eine kleine Sache ankündigen und einmal sagen, nämlich ab 2015 geht es für mich wirklich los und das meine ich jetzt zu 100%ig ernst. Ab nächsten Jahr geht es wirklich richtig los und nicht nur auf diesem Kanal. Auf diesem Kanal werde ich vielleicht ab und zu weiter Live-Commentaries hochladen, weil ich auf Live-Commentaries wirklich Bock habe. Ja, Live-Commentaries gefallen mir gerade in der COD-Szene bisher oder gerade im jetzigen Zeitpunkt am meisten. Am besten. Am meisten. Am besten. Und die finde ich relativ geil, weil sie relativ authentisch sind, anstatt so ein schlampiges Commentary bei manchen Leuten. Und so ein Live-Commentary hatte man ein bisschen Wucht mit, manchmal... Ja, fiebert man mit dem Typen hinterher, wenn er vielleicht auf einer guten Streak ist. Großes Vorbild bei Live-Commentaries ist bei mir auf jeden Fall REA. Wer den noch nicht kennt, 4 Millionen Abos, muss man auf jeden Fall auschecken. Richtig geiler Typ. Und ja, was ich jetzt sagen wollte ist, auf diesem Kanal kommt vielleicht ein paar PS3-Spiele, ein bisschen Abwechslung von mir, ein bisschen was mit Sascha vielleicht, ein paar Videos von FIFA, vielleicht FIFA auch mal zocken, hätte ich richtig Bock, so ein bisschen FIFA 15, ja, auf der PS3 ein bisschen suchten, hätte ich wirklich ein bisschen Bock. Und Sascha ist ein guter Kollege, der hat ein bisschen Ahnung davon, kann mir da auf jeden Fall weiterhelfen. Solche Videos werden hier auf jeden Fall trotzdem weiterkommen, nämlich mein Plan ist es, ab 2015 nicht direkt der Anfang, aber so die Tage, Wochen baue ich mir das jetzt so langsam weiter auf, nämlich meinen eigenen Kanal. Ich sage euch jetzt noch nicht den Namen vom Kanal oder so. Und da werde ich nur ich vertreten sein, ja. Da wird ausschließlich Call of Duty kommen. Das heißt, für die Leute, die diesen Kanal abonniert haben, wegen mir oder Call of Duty, die sollten den Kanal auf jeden Fall danach abchecken. Ja, das wird so mein Kanal. Aber ich werde auf jeden Fall bei SGGMTV definitiv nicht aufhören. Das kann ich euch versprechen. Also lässige Commentaries, Live-Commentaries, reines, pures COD wird da auf jeden Fall erscheinen. Oh, und da seht ihr die DNA, Jungs. Da habe ich mich, da war ich richtig am Schwitzen. So, kommen wir mal weiter. Scheiße, also wenn man einfach eine DNA sieht, da freut man sich einfach nochmal mit. Und boah, Maler, Batzala, boah, Maler. Läuft einfach. Aber hier werden auf jeden Fall weiter Videos kommen. Selbst von COD werden hier weiter Videos kommen, weil es mir einfach hier gefällt. Und ich denke, ich würde auch mehr Klicks auf diesem Kanal bekommen, wenn ich wirklich aktiver wäre. Mehr Kommentare und. Und ich habe es auch in letzter Zeit gesehen, die Leute, die kommentieren auch mal. Ja, Freunde, die sind auch dankbar. Die stellen mir sogar persönlich privat ein paar Nachrichten. Finde ich einfach geil. Und deswegen will ich auch wirklich bei SG Gaming TV bleiben. Ich will jetzt nicht sagen, hey, ich will... neu starten, selber was machen, das will ich, aber ich möchte hier auch nicht weggehen und trotzdem mit Sascha und so weiter Videos produzieren, vielleicht mehr gemeinsam mit FIFA und. Habe ich einfach richtig Lust drauf. Und 2015 soll mein Jahr werden, weil 2014 war
waren viele schlechte Sachen, waren aber viele gute Sachen. Das Versprecher, Alter. Waren viele schlechte, aber auch gute Sachen. Und ich will einfach, dass 2015 Bombenjahr wird, ja, Freunde. Wäre einfach wirklich gechillt und. Ja, Freunde. Ihr werdet auf jeden Fall weitere Informationen von meinem neuen Kanal bekommen in den weiteren Videos nächstes Jahr. Ich freue mich schon drauf. Morgen wird erstmal richtig krass Silvester gefeiert, ja. Und ich freue mich einfach auf 2015 und schreibt mal in die Kommentare rein, was für Vorsätze ihr habt. Ja, ob ihr die auch eingehalten habt danach, die nächsten ein, zwei Wochen. Würde mich wirklich interessieren, fände ich richtig geil, weil so Vorsätze, die hält man ja meistens nie ein. Und ich habe eigentlich schon Respekt an die Leute, die die einhalten können. Aber ich weiß gar nicht, warum es so ist, dass man sich Vorsätze macht, die eigentlich einfach geil wären, so von Anfang des Jahres einfach durchzuziehen und man es einfach nicht hinkriegt, aber naja. Aber noch Kohlung. Auf jeden Fall würde ich mich einfach bei diesem Video über ein Like, vielleicht ein Abo, wenn ihr mich jetzt zum ersten Mal gehört, gesehen habt, wie auch immer, das Video angeklickt habt, einfach mal ein Abo, Like da lasst. Feedback wäre auch ganz nice. Und ja, einfach mal eure Neujahrsvorsätze einfach mal in die Kommentare schreiben. Wäre ganz nice. Würde ich mich drüber freuen. Und ja, Freunde, ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und frohes neues Jahr. Feiert Silvester. Aufs neue Jahr 2015. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.